Man ist eigentlich heute nirgends mehr sicher vor Vergiftung. Wie gesagt, Gott sei Dank, der Körper kann sich selber viel helfen, aber eben auch nicht ausreichend mehr mittlerweile. Also man muss das irgendwie selber unterstützen. Was mich halt immer geärgert hat oder über die Jahre bewegt hat, ist, dass wir als Schulmediziner immer erst anfangen, den Menschen zu helfen, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Liebe Freunde, einer meiner Mentoren sagte irgendwann mal zu mir: Maxim, die Jugend ist für alle Menschen, das Alter dagegen ist einigen wenigen Auserwählten vorbestimmt, und zwar den Menschen, die bereit waren, in ihrer Jugend oder in ihrem Leben, im Laufe des Lebens etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das wiederum bedeutet, du kümmerst dich aktiv um deinen Körper, aber Ärzte kümmern sich passiv um deinen Körper, denn die Ärzte behandeln die Krankheiten, aber idealerweise kümmerst du dich vorher und aktiv um deine Gesundheit. Ich habe heute einen besonderen Mann eingeladen. Warum ist er besonders? Nicht nur, dass er sich aus meiner Sicht den richtigen Dingen in der Medizin widmet, und zwar der vorherigen Vermeidung von Krankheiten, sondern weil er auch mein persönlicher Arzt ist und ein Mensch ist, der mir nicht nur Vitamine in den Körper hineinpumpt, sondern auch die ganzen Giftstoffe zuvor rausholt. Und umso mehr freue ich mich sehr, dass Dr. Thomas Kraft uns jetzt erzählen wird, was denn tagtäglich da in deinen Nahrungslebensmitteln, in den ganzen Möglichkeiten, sich zu verschmutzen, heute in der Welt alles um dich herum befindet und wie du es besser machst. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ja, hallo, freut mich. Thomas, du bist ja ein Mensch, der sich dem Heil des Körpers verschrieben hat und bist aber gleichzeitig diesen klassischen Weg gegangen, ne? Hast irgendwann mal studiert, bist diesen Praxisweg gegangen. Kannst du uns da mal so ein bisschen auf die Reise nehmen? Wie hat dich diese Reise erreicht, so dass du angefangen hast bei der Schulmedizin und dann irgendwann dir aus meiner Sicht die richtigen Fragen angefangen hast zu stellen und jetzt das tust, was du heute tust? Ja, also das ist genau richtig mit den richtigen Fragen. Also ich habe zunächst normal Medizin studiert, habe dann eine Facharztausbildung gemacht, Kinderheilkunde und Jugendmedizin, habe dann daraufhin 10 Jahre in Kliniken gearbeitet als Oberarzt, teilweise Chefarztvertretung und habe dann angefangen als Honorararzt zu arbeiten in diversen Kliniken bundesweit in Deutschland, auch in der Schweiz. Und bin dann 2015 nach Mallorca übersiedelt und habe da eine Praxis eröffnet und habe da angefangen, im Bereich Alternativmedizin, Entgiftung, Vitamine, mich zu spezialisieren und in dem Bereich zu arbeiten. 2020 bin ich dann zurück aus Mallorca, Corona-bedingt, und habe jetzt ein Zentrum aufgemacht in Köln. Und du machst ja ganz faszinierende Arbeit, weil du für dich irgendwann mal entschieden hast, und ich kann mir vorstellen, so geht es sehr, sehr vielen Ärzten, die ihr Leben lang quasi gezwungen sind, das Leid des Menschen sich anzuschauen, weil die meisten irgendwie sich um ihren Körper nicht bewusst aktiv kümmern. Und hast für dich dann aus meiner Sicht so ein bisschen die Seiten gewechselt, ne? Ich möchte vorher was für die Gesundheit tun. Erzählst du uns mal, wie dieser Sprung war und was hast du da beobachtet in der Praxis? Gab es da irgendwelche Geschichten, emotionalen Momente oder ähnliches, dass du gemerkt hast, eigentlich wäre noch zu retten, wenn der Mensch sich selber nicht so sehr vergessen hätte in seinem Alltag. Zu viel Stress, zu schlechte Ernährungsgewohnheiten, Handlungsweisen. Also, wie kam es zu diesem Wandel? Also was mich halt immer geärgert hat oder über die Jahre bewegt hat, ist, dass wir als Schulmediziner immer erst anfangen, den Menschen zu helfen, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Also die Kinder sind oder die Erwachsenen sind krank, kommen dann zu uns und erwarten, dass ihnen dann geholfen wird, zu Recht. Über Jahre war das teilweise sehr frustrierend, weil man häufig zu spät kam oder nicht mehr richtig helfen konnte. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen und mir überlegt, meine Güte, warum wird eigentlich nicht irgendwas mal vorher gemacht, bevor die Krankheit überhaupt eintritt oder bevor die Menschen überhaupt krank werden? Und dadurch bin ich halt auf diese Themen Entgiftung und Vitamin- und Nährstoffversorgung gekommen. Stichwort Entgiftung, Vitamine. Du bist ja auch jemand, der sein Wissen mit der Menschheit teilt und hast jetzt wieder ein Buch rausgebracht. Entgiftung mal anders. Kannst du uns da mal auf die Reise nehmen? Was bedeutet Ja, anders?
Also das ist einmal so zusammengetragen, meine Erfahrung aus den letzten Jahren bezüglich Entgiftung. Sehr viel auch teilweise bekannte Sachen, aber unter anderem eben mal anders, dass darin sehr ausführlich auch die Methode beschrieben ist, die wir hier gehen, nämlich die Inusphärese. Mhm. Und da wird halt genau beschrieben, was einen da erwartet, wie das funktioniert, was man damit erreichen kann. Wir haben da ganz tolle Ergebnisse und ja, das möchte ich halt gerne weitergeben, weil gerade in dem Bereich Entgiftung man präventiv unglaublich viel machen kann, weil heutzutage gibt es ja kaum noch einen, der nicht irgendwelche Giftstoffe hat im Körper und es gibt ja unterschiedliche Entgiftungstypen. Manche Leute haben ein eigenes, sehr gutes Entgiftungssystem, andere wiederum eher ein schlechtes. Und gerade die ein schlechtes Entgiftungssystem haben, sind dann die häufig dann auch die chronischen Krankheiten bekommen. Und da kann man halt rechtzeitig einschreiten, indem man vorher entsprechend was tut. Mhm. Als ich dann bei euch vor Ort war, hast du ja auch davon gesprochen, was mir vorher gar nicht bewusst war. Das ist nicht nur in den Nahrungsbestandteilen, ich nenne sie bewusst nicht Lebensmittel, ne? Also alles, was genau, nicht Bio ist, alles ja gespritzt ist, was den meisten gar nicht bewusst ist oder das ist denen bewusst, aber irgendwie vergessen es die Menschen, weil die Paprika im Supermarkt einfach rot und glänzend aussieht, aber die wissen ja nicht, was da alles mit drin ist, ne? Ins Fleisch der Paprika eingezogen ist. Und dann sagtest du auch, oft Menschen, die auch extra außerhalb von der City leben, neben den ganzen Abgasen, ne? Das ist ja auch Giftstoffe von Autos und so weiter, die eher weiter rausgezogen sind, aber da wird ja auf den Ländern auch oft gedüngt, so ein bisschen, versprüht, wo es Land ist. Genau, ja, gerade diese Düngemittel, Glyphosat, was da versprüht wird, ist natürlich auch sehr toxisch für den Menschen und kann halt auch Erkrankungen erzeugen. Also man ist eigentlich heute nirgends mehr sicher vor Vergiftung. Wie gesagt, Gott sei Dank, der Körper kann sich selber viel helfen, aber eben auch nicht ausreichend mehr mittlerweile. Also man muss das irgendwie selber unterstützen. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber die effektivste ist eigentlich die Inusphärese, die wir hier durchführen. Verstanden. Bevor wir gleich auf die Champions League, und das ist aus meiner Sicht auch Inusphärese, ja, das ist ja faszinierend, was damit alles möglich ist, können wir da mal den meisten, die jetzt dann sagen, ja gut, so ein bisschen Gift, ja gut, dann esse ich ab sofort mir Bio, Obst und Gemüse, aber was den meisten gar nicht bewusst ist, wo alles Giftstoffe aus deiner Sicht drin sind, weil wir haben uns ja auch privat länger unterhalten und dann sagtest du auch zu mir diesen Satz, Maxim, den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, was sie tagtäglich zu sich schlucken, nehmen und konsumieren und eigentlich für dumm verkauft werden die ganze Zeit und vielen Pharma-Menschen und Medizinern, Ärzten ist bewusst, was tagtäglich um sie passiert und die ernähren oder tun bestimmte Dinge in ihren Familien für ihre eigenen Kinder anders, aber vielen Menschen ist es gar nicht bewusst und sie werden einfach nur mit, hier ist ihr Schmerzmittel, schmeißen sie mal rein und dann machen sie die gleichen Giftstoffe, Prozedur, die vorher 20 Jahre lang stattgefunden hat, genauso weiter. Also wo sind alles Gifte, wenn wir jetzt von Abgasen, von diesen Düngemitteln. Genau, also Umweltgifte in der Luft, Luftverschmutzung, dann eben in den Nahrungsmitteln. Ich sage auch immer bewusst nur Nahrungsmittel, weil es halt keine Lebensmittel mehr sind. Auch der Vitamingehalt der Lebensmittel oder Nahrungsmittel ist ja reduziert im Vergleich zu vor, sagen wir mal, 100 Jahren. Da nimmt man Giftstoffe auf, die von den Pflanzen aufgenommen werden, über die Düngemittel, über das Glyphosat, dann Elektro-Smog in Anführungsstrichen, also die Elektrostrahlung macht ja auch was mit dem Körper und es gibt also viele Sachen, wo man sich wirklich heute auch Giftstoffe einführt, Wasser zum Beispiel. Wasser wird zwar gereinigt, aber das Wasser, was aus dem Hahn kommt, ist nicht reinstes Wasser. Da sind halt auch Stoffe drin, die eigentlich für den Körper nicht gut sind oder nicht gedacht sind. Mhm. Und das geht natürlich dann über die Jahre. Und je mehr man eben kontinuierlich aufnimmt, man sagt ja so gerne, die Menge macht das Gift. Je mehr Menge an Giftstoffen man letztendlich aufgenommen hat, umso mehr zeigen sich dann hinterher die Symptome, die man dann bekommt. Mhm. Klassisches Beispiel Parkinson.
Ganz typisch Aufnahme von Aluminium. Früher wurden ja Deos mit Aluminium verkauft, was man da, die man einfach immer benutzt hat, ohne sich was dabei zu denken. Und über die Jahre hat man halt sein Gehirn dann irgendwo vergiftet. Mhm. Thomas, du sagst ja auch Elektrosmog, also auch das in Form von 5G-Strahlen, ne, in der Luft, im Wasser, im Essen. Wenn wir mal nur das Wasser nehmen als Thema, es heißt ja, dass das Grundwasser oder das zumindest, was aus unserem Wasserhahn rauskommt, das ist sehr, sehr oft stärkeren Regularien unterworfen als jetzt ein Wasser in einer Glasflasche im Supermarkt, ja, um Weichmacher zu vermeiden. Und dennoch ist das ja, was aus dem Wasserhahn rauskommt, was den meisten Menschen gar nicht bewusst ist. Also ich stelle mir mittlerweile, seit ich meinen Sohn bekommen habe, vor 3-4 Jahren, die Frage, wenn ich einen Apfel abgewaschen habe, ob ich den Apfel jetzt sauber gemacht habe oder nur noch schmutziger. Ja, und das heißt, seitdem aufgerüstet, 3-4 Filter zusätzlich. Also ich habe einen direkt am Wasserhahn, einen externen, der nochmal alles durchfiltert. Und ja, dann habe ich noch so eine Karaffe, die das Ganze noch energetisiert und mit Steinen auflädt. Ne, es ist ja im Motor alles nachgewiesen, alle Schwingungen, Frequenzen. Mal angenommen, jemand verändert jetzt sein Trinkverhalten, ja, geht jetzt mehr Bio-Demeter-Nahrungsmittel, dann sind ja die alten Gifte, die werden ja langsam abgebaut, wenn überhaupt. Was empfiehlst du denn fürs kleine Portemonnaie, so an Dingen, wo du dann sagst, so tu wenigstens jetzt schon etwas, wenn jemand nicht gleich die Möglichkeit hat, Inosphärese, worüber wir gleich sprechen werden, im Kleinen schon mal tun zu können? Also grundsätzlich hilft schon mal sehr viel, wenn man per se mal viel trinkt. Das Wasser sollte aber gutes Wasser sein, also möglichst nicht aus dem Wasserhahn, wirklich gutes Biowasser, was man auch kaufen kann, ist etwas teurer als normales, aber das lohnt sich in jedem Fall. Davon ausreichend trinken, das entgiftet auch mit. Also das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Was man auf jeden Fall machen soll, weil du das gerade angesprochen hast mit dem Apfel, Obst immer waschen. Also es ist so viel Schadstoff auf den Schalen drauf, da ist im Wasser doch weniger und man kriegt es doch dann besser und gesäuberter als vorher. Und so Sachen, also es gibt ja unterschiedliche Dinge von Chlorella, Spirulina, Moringa, ja, diese unterschiedlichen Stoffe. Du hast ja auch selbst deine eigene Kollektion von Nahrungsergänzungsmitteln, die du auch deinen Klienten und Menschen, die bei euch sind, empfiehlst. Ja, also wir haben eine eigene Serie aufgelegt an Nahrungsergänzungsmitteln mit eigenen Rezepturen, die speziell auf Entgiftung abzielen, die speziell auch sind für Schwangere. Das ist ja ein Riesenthema. Schwangerschaft und Vergiftung. Wenn man sieht, gerade wir auch in der Kinderheilkunde, sieht, wie viel Fehlbildung es gibt mittlerweile bei den Kindern. Und da fragt man sich natürlich auch, woher kommt das plötzlich? Das muss ja irgendein Einfluss sein von außen, der das auslöst. Und da haben wir zur Unterstützung, haben wir entsprechende Rezepturen selbst erstellt und haben damit eigentlich sehr guten Erfolg auch. Mhm. Und die Inosphärese, wenn wir da mal einsteigen, also es ist ja so, gibt es irgendein stärkeres Verfahren weltweit nach deinem Wissensstand, was aktuell mehr Gifte aus dem Körper rausholt? Nein, nein. Also ich kenne keins. Vielleicht auch irgendwo in Japan oder irgendwo, wo ja auch die Inosphärese letztendlich herkommt. Vielleicht haben die schon wieder irgendwas, aber mir ist keins bekannt. Können wir da mal einsteigen? Also Inosphärese heißt die Champions League der Entgiftung, was mir auch irgendwann mal ein Freund erzählt hat. Und dann denke ich mir, oh, das ist faszinierend, das kenne ich noch nicht. Und ich bin relativ gut informiert durch unseren Podcast, die Köpfe der Genies. Und dann erzählt er mir davon, dass du gehst dann rein, du kriegst jeweils eine Spritze im linken, rechten Arm und dann zirkuliert dein ganzes Blut, ne, die ganzen 6 Liter. Einmal dauert es 2-3 Stunden. Und dann kriegst du am Ende dann einen Beutel mit all den Giftstoffen, die aus dem Körper rausgepumpt werden und dann in diesem Beutel verbleiben. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht, das sollte ich jetzt auch mal langsam machen in meinen Ende 30ern. Und ich war bei euch, ja, war super zufrieden und da habt ihr mir auch den ersten und den zweiten Beutel gezeigt und inklusive der Werte, die vorher im Blut festgestellt worden sind.
Und dann habe ich auch kurz gedacht, so, ey, ist faszinierend für einen Menschen, der sich eigentlich sehr bewusst ernährt, aber du bist ja nicht erst in den letzten 10, 20 Jahren, sondern du bist ja jetzt seit ein paar Jahrzehnten auf dieser Erde und dann, ne, die äußeren Einflüsse, die tragen dazu bei, dass du dich verschmutzt. Kannst du uns mal zu Inus Ferese, zu dem Verfahren, so ein bisschen auf die Reise nehmen, außer nur eine Vene raus, das Blut, die andere wieder rein? Also woher kommt das? Warum ist das so gut? Also das Verfahren kommt aus Japan, ist dann hier in Deutschland weiterentwickelt worden von Herrn Dr. Straube. Der ist Urologe und Facharzt in dem Bereich, also Dialysen hat er viel gemacht und hat dann dieses Verfahren weiterentwickelt und dieses Spezialfilter entwickelt. Also das Prinzip ist so, man nimmt aus der einen Vene Blut raus, das Blut läuft durch so einen Doppelmembranfilter. Doppelmembran, weil zunächst mal Serum und feste Bestandteile auseinander dividiert werden und dann wird im zweiten Filter werden die Schadstoffe gefiltert. Und dann auch wirklich nur das, was Schadstoffe sind. Das ist der Unterschied auch zum Beispiel zur Dialyse, wo häufig dann auch Sachen rausgeholt werden, die der Körper eigentlich braucht. Die müssen dann anschließend natürlich wieder zugegeben werden. Aber bei der Inusferese werden nur die Stoffe rausgeholt, die auch wirklich raus sollen. Mhm. Und dann, wenn das durchgefiltert ist, wird das Blut dann wieder auf der anderen Seite in die Vene zurückgegeben. Also, dass man letztendlich maximalen Flüssigkeitsverlust hat, das ist ja das Serum, was dann auch gefiltert wird, liegt ungefähr bei 200 Milliliter. Das ist also nicht oder kaum spürbar. Ja, ist weniger als eine Blutspende, genau. Und es ist ja nicht nur so, dass ihr also der Filter ist ja alleine ein wahnsinnig teures Ding, ja, kostet über 1000 Euro, allein der eine Filter, ne, nur um das Verfahren mal deutlich zu machen, was da an Möglichkeiten da sind, um wirklich sich über die letzten 10, 20 Jahre lang den ganzen Müll rauszuholen, den du da bewusst oder unbewusst in dir hast, je nachdem, was du gegessen oder nicht getan hast. Ihr führt ja aber auch gleichzeitig viele Vitamine zu. Also man macht ja vorher einen Bluttest bei euch. Ja. Ne? Ihr schaut euch an, was fehlt, was ist aktuell der Stand. Ne? Genau. Also das, was notwendig ist, was fehlt, wird sowieso zugeführt. Aber jeder, der die Inusferese macht, kriegt auch noch zusätzliche Stoffe zur Entgiftung, wie zum Beispiel Alpha-Liponsäure, Vitamin C, Glutathion. Das wird automatisch auch zugegeben, dass die gesamte Entgiftung auch unterstützt wird. Und wichtig ist, gerade am Anfang muss man immer zwei Inusferesen kurz aufeinander machen, also Tag 1, Tag 3, weil bei der ersten Inusferese auch sehr viele Giftstoffe eben erst aus den Zellen gelöst werden und die müssen dann zwei Tage später auch gefiltert werden, weil sonst besteht die Gefahr, dass die sich woanders quasi niederlassen und dann noch mehr Schäden anrichten als vorher. Also am Anfang immer ganz wichtig, zwei zu machen und dann guckt man, wie ist die Klinik, wie geht es dem Patienten, geht es ihm besser, kann man warten, wenn wieder Symptome auftreten oder es geht ihm schlechter, würde man dann immer eine nochmal wiederholen. Super gut. Und da hatten wir auch uns diesbezüglich unterhalten und da gibt es ja auch Untersuchungen oder zumindest aktueller Stand ist, dass zwischen den beiden Inusferesen, beide innerhalb von 48 Stunden, ne, dass man vor der zweiten zum Beispiel, also ich habe da bei euch in der Praxis dann von Kopfstand bis zu, habe einmal gehüpft und alles, um das Blut nochmal ins Zirkulieren zu bringen, um die ganzen Giftstoffe nochmal ins Blut und dann quasi mit einem höheren Puls dann entspannen, hinlegen. Katheter 1, Katheter 2 rein und dann ist da noch mal deutlich mehr rausgekommen. Thomas, es sind ja faszinierende Dinge, die mit so einer Inusferese bei Menschen, die vielleicht wenig Fokus auf ihre Gesundheit gelegt hatten in den letzten Jahren, Jahrzehnten, mit rausgeschwemmt werden. Ja, also du hast mir auch von Parkinson-Fällen berichtet, dass die Klienten schüttelnd reingehen und dann plötzlich der Körper wieder ruhig ist. Also was holt es alles raus aus dem Körper? Also alle Schwermetalle werden rausgeholt, Glyphosat wird rausgeholt, Nanopartikel werden rausgeholt. Und was eben jetzt absolut ein Thema im Moment ist, wir holen die Spike-Proteine raus. Also für die Patienten, die Long-Covid haben oder nach der Impfung Probleme haben, hauptsächlich dieses chronische Fatigue-Syndrom, also dass sie permanent müde sind,
die machen auch Inosphärese und können danach wieder am Leben teilnehmen. Also diese schädlichen Spike-Proteine oder die schädlichen Proteine werden auch mit rausgefiltert und das reguliert sich alles wieder. Da muss man allerdings sagen, die kriegt man in der Regel nicht komplett raus. Gerade bei diesen Spike-Proteinen ist es nötig, dass man zum Beispiel jedes halbe Jahr dann nochmal wiederholt. Aber man ist dann wieder genau in dem Zustand, wie man eigentlich vorher war. Also das ist mir echt ein Anliegen auch, dass viele Menschen, ich weiß, in Deutschland gibt es ungefähr 1 Million Menschen, die am Long-Covid leiden, an diesem chronischen Fatigue-Syndrom. Und ich kann nur appellieren, Leute, macht diese Inosphärese, dann seid ihr wieder lebensfähig. Ihr könnt wieder am Leben teilnehmen, ihr könnt wieder arbeiten gehen, es geht euch deutlich besser. Mhm. Ich war ja bei euch und du sagtest zu mir, Maxim, nach ungefähr 30 Tagen wirst du merken, da geht die Energie dann noch mal stärker höher. Ja. Ja, es sind über 30 Tage seitdem rum und ich kann es bestätigen, also das hat eigentlich seit Woche 1, 2, 3, 4 also nicht nur die ganzen Vitamine, was ihr dann noch zusätzlich hinzufügt, ne, wenn die Kathete wieder in den anderen Arm reingeht, sondern also es macht was mit dir. Ja, ich habe mich vorher schon bewusst ernährt, aber da gab es dann die Sternensinger, die dann irgendwann vor der Tür geklingelt haben und dann habe ich mir gedacht, super Zeichen vom Universum, auch die letzten 2, 3 Süßigkeiten, die ich für meinen Kleinen dann noch im Haus hatte, dann direkt an die Kids, dann alles weg, ja, durch die Tür. Also das macht was mit dir, weil so ein Investment in so eine Inosphärese ist ja schon ein guter Urlaub. Absolut, ja, du sagst es ja auch, ja. Man lässt einfach mal einen Urlaub weg, aber du profitierst vom Tag 1 für die nächsten 365 Tage maximal an deiner Energie für die nächsten Jahre und kommst in deine Kraft und lässt mal einen Urlaub weg. Also wo bewegt sich da diese Geschichte in Preis und Investment? Also die erste Inosphärese mit den Voruntersuchungen liegt ungefähr bei 2.900 Euro und jede weitere, also die man 2 Tage später macht oder auch die man ein halbes Jahr später oder einmal dann jährlich macht, liegt ungefähr bei 2.500 Euro. Mhm. Also das ist schon eine Investition, aber wie gesagt, wenn man überlegt, wie es einem dann hinterher besser geht und man wieder am Leben teilnehmen kann und was man sonst für einen Urlaub ausgibt, den man ja auch macht, um sich zu erholen und wieder fitter zu werden, dann kann ich wirklich nur empfehlen, dass man das mal wirklich ins Auge fasst und dann wirklich auch mal seinen Körper ordentlich entgiftet und dass es einem dann richtig gut geht wieder. Und ich war ja auch bei euch in der Praxis, habe mir auch vorher unterschiedliche angeguckt, auch mit den Menschen mal telefoniert, um so ein Gefühl zu bekommen und kann da wirklich sagen, ihr nehmt euch Zeit, ja, ihr sitzt wirklich da und kümmert euch auch um eure Mitmenschen, die dann wirklich vor Ort da sind. Also es ist eine sehr angenehme Atmosphäre und vor allem, es tat so gut, mit einem Arzt zu sprechen, der sich mit Themen auseinandersetzt, die nicht im Mainstream die ganze Zeit erzählt werden, sondern der wirklich, wo du merkst, der verstanden hat, worum es wirklich hier auf diesem Erdball geht und für die Klienten, für die Patienten mitdenkt. Hast mir da auch zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel auch gezeigt, die ich vorher gar nicht kannte, wie zum Beispiel diese Naturkinase. Ja, genau. Ja, ja. Und es gibt ja faszinierende Dinge, die ich durch dich erfahren durfte. Ja. Und das heißt, für diejenigen, die sagen, jetzt bin ich ein paar Jahrzehnte hier auf diesem Erdball und jetzt merke ich, irgendwie habe ich in den letzten Jahren nicht so bewusst gegessen oder relativ viel Harnwasser getrunken oder meine Gesundheit so ein bisschen nebenbei schleifen lassen. Ja, jetzt ist es nicht zu spät, sondern du kannst wirklich einen Reset-Knopf drücken. Und ab diesem Augenblick dann voller Überzeugung dann deine Bio-Lebensmittel einkaufen, dein gesundes Wasser trinken, mehr Sport machen, weniger Süßigkeiten essen, weil du jetzt weißt, es ist jetzt Tag 0, du hast da unfassbar viel Zeug rausgeholt. Also ich war verblüfft über meine beiden Beutel, die ich dann bei euch auch dort im Anschluss habe, die mir gezeigt, ja, und hatte auch 2 Werte, die erhöht waren. Das war Arsen und Quecksilber. Und da musste ich auch erstmal überlegen, bis mir dann eingefallen ist, ich ernähre mich zu 90% vegan, aber ab und zu so die alte Last Sushi 1-2 Mal im Monat. Und mir dann auch erstmal bewusst geworden ist, was dieser Thunfisch alles hat. Habe dann im Anschluss erstmal gegoogelt und festgestellt, dann Thunfisch einer der Top 3 Fische ist mit Quecksilbergehalt. Ja, Lachs dagegen hat nur 1/4 Quecksilbergehalt. Und das heißt, falls einer jetzt sagt, so jetzt möchte ich einmal Start 0.0 erleben, körperlich, gesundheitlich und
ab sofort sich bewusster besser ernähren, weil wenn das Ding nur 200 Euro kosten würde, dann würdest du am nächsten Tag genau die gleichen doofen Angewohnheiten machen, sondern du hast wirklich diesen positiven, ab sofort, ja, du investierst, aber dann sagst du, jetzt willst du auch diese Gesundheit aufrechterhalten. Thomas, vielen lieben Dank für das, was ihr da draußen in die Welt bringt. Ihr habt für die Praxis auch, ne, neben deinem Buch, was wir auch verlinken, unter Inusferese eurer Praxis verlinken wir auch außerhalb von eurem Gespräch. Du hattest mir noch zwischendurch, ich weiß nicht, was da der Stand ist, erzählt, dass ihr auch nach jemand schaut vielleicht, der euch im Team unterstützen kann. Kannst du da noch zwei Sätze sagen? Ja, also wir suchen dringend Helferinnen, also die uns hier helfen in der Praxis. Gut wäre eine Krankenschwester, die vielleicht so ein bisschen Dialysevorbildung hat, ist aber nicht zwingend notwendig, weil diese ganze Tätigkeit wird speziell geschult. Also man kriegt beigebracht, was notwendig ist, und jede Krankenschwester, für die ist das eigentlich keine Wissenschaft, also die kriegt das locker hin. Und es ist ein angenehmes Arbeiten, keine Nachtschichten, keine Wochenenddienste. Also wir sind froh über jede Bewerbung. Superschön. Und vor allem, ihr seid auf der Seite der Gesundheit und nicht derjenige, der bei euch anfängt, behandelt nur die ganze Zeit die Krankheiten, sondern ihr tut präventiv etwas dazu, um den ganzen Mist aus dem Körper zu holen und Vitamine reinzutun. Thomas, danke für deine Zeit. Vom ganzen Herzen alles Gute. Alle eure Links verlinken wir außerhalb vom Interview, Freunde, zugreifen. Und wenn du sagst, du hast ältere Menschen in deiner Familie oder Leute um dich herum, wo du weißt, ey, die leiden die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit irgendwie müde, krank, denen geht's nicht gut, ja, Eltern, Großeltern oder ähnliches, es ist unglaublich, was da alles aus dem Körper rausgeholt wird. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, und dieses belebende Gefühl ab diesen zwei Inusferesen, das verändert das ganze Leben, und dann gewinnst an der Lebensqualität. Ich glaube, Seneca sagte, das Leben ist wie ein Theaterstück, es kommt nicht darauf an, wie lang, sondern wie bunt. Und das heißt, wenn du mehr bunte, farbenfrohe Tage erleben möchtest, dann kümmere dich aktiv um deine Gesundheit. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wenn du das tust, was glückliche und erfolgreiche Menschen tun, wirst du ebenfalls glücklich und erfolgreich werden. Wenn du das, was diese Menschen vermeiden, auch vermeidest, kannst du nicht scheitern. Kennst du schon unseren Nummer 1 Podcast Die Köpfe der Genies mit insgesamt über 500 Folgen und weltweiten Experten, die zum Thema Gesundheit, Beruf, Spiritualität oder Beziehungen ihr bestes Know-how kostenfrei mit dir teilen? Wenn nein, so findest du hier einen Link zum Podcast.